Hallo Freunde, in diesem Video geht es um die Restauration eines Tonbandgerätes. Das Ganze zeige ich euch jetzt anhand einer Nagra 3, einfach aus dem Grund, weil dieses Tonbandgerät einfach so wunderbar übersichtlich ist. Und so kann man schnell auch einige Funktionen sehen, auch beim eigenen Tonbandgerät, auch wenn es ein anderer Hersteller ist, wo vielleicht auch Probleme sein könnten. Beziehungsweise wie man da die Probleme lösen kann. Ja, dann lege ich einfach mal los. Also, als ich meine Nagra das erste Mal in den Händen hielt, habe ich schon mal ein Problem gehabt. Erstens, die Tonköpfe waren massiv verschlissen. Das zweite, die Andruckrolle war praktisch nicht mehr vorhanden. Also, dieser Gummibelag war komplett weg und das Tonbandgerät war einfach extrem versifft. Das sind dann so die ersten Fehler, die mir aufgefallen sind. Also, halten wir fest. Als erstes macht ihr euch eine Liste und probiert das Tonbandgerät einfach mal aus und schreibt euch alles auf, was irgendwie euch als Fehler erscheint. Und sei es auch nur ganz schnell Dreck. Das ist einfach hilfreich, wenn man sich eine Liste nebenher erstellt. Und genauso bin ich auch vorgegangen. Ich habe einfach eine Liste erstellt und bin einfach diese Liste nach und nach abgegangen. Als erstes habe ich das Tonbandgerät gereinigt. Da habe ich dann folgende Mittel angewendet. Beziehungsweise folgende Mittel haben sich als gut herausgestellt. Das erste ist Spiritus, das zweite ist Benzin und das dritte ist Wasser mit Seife. Und zwar in umgekehrter Reihenfolge. Also als erstes wendet ihr immer das schonendste Mittel an und das ist in diesem Falle Wasser mit Seife, beziehungsweise Spülmittel. Und das natürlich mit einem nebelfeuchten Tuch, kein nasses Tuch. Das ist das Schlimmste, was ihr machen könnt. Und natürlich bei ausgeschaltetem Gerät stromlos, also keine Batterien drin und auch vom Netz getrennt. Dann könnt ihr das Ganze schön sauber machen. In hartnäckigsten Fällen, sofern es die Oberfläche zulässt, könnt ihr auch einen Zauberschwamm verwenden. Das ist in meinem Fall bei der Alu-Oberfläche hier der Fall gewesen. So, nachdem das Gerät dann bei mir sauber war, habe ich mich den nächsten Problemen gewidmet. Und zwar war das dann die Andruckrolle. Da blieb mir nichts anderes übrig, als ein neues Teil zu bestellen. In manchen Fällen ist es auch so, dass die Andruckrolle gar nicht mehr zu bekommen ist. Dann müsst ihr eine neue produzieren lassen. Gegebenenfalls müsst ihr in dem Forum nachfragen, was für einen Durchmesser das Ding haben muss. So, in meinem Fall gab es Neuteile, also habe ich einfach ein Neuteil genommen. War zwar nicht ganz günstig, aber es hat sich gelohnt. So, danach habe ich dann alle elektronischen Funktionen nochmal durchprobiert, habe festgestellt, die Tonköpfe sind zwar noch in Ordnung, sollten aber geleppt werden, weil sie relativ stark eingelaufen sind. Eingelaufene Tonköpfe könnt ihr ganz leicht feststellen. Ihr geht mit dem Fingernagel einmal von oben nach unten und wenn ihr da eine extreme Vertiefung feststellt, das werdet ihr recht schnell merken, dann ist es Zeit, die Tonköpfe auszutauschen bzw. zu leppen. Das Leppen ist eigentlich relativ simpel. Ihr baut den Tonkopf aus und müsst eine ebene Fläche haben und dann wendet ihr verschiedene Sorten Schleifpapier an und schleift den Tonkopf vorsichtig ab. Da gibt es eine Anleitung zu, ich werde sie unten im Video verlinken. Das Ganze geschieht aber allerdings auf eigene Gefahr. Es kann nämlich passieren, dass man zu viel abschleift. Das soll wohl relativ schnell passieren. Es kann auch sein, dass der Tonkopf gar nicht mehr zu retten ist. Also in beiden Fällen ist die Sache eigentlich... Also Leppen ist ganz gut, dann kann man das Gerät noch weiter verwenden, aber es ist ein bisschen kritisch zu sehen, weil lange funktioniert der Tonkopf folglich dann auch nicht mehr. Also man sollte dann bei Bedarf nach Ersatz Ausschau halten. Da ein geleppter Tonkopf meistens eh noch 2-3 Jahre hält, kann man eigentlich davon ausgehen, dass man genug Zeit hat, neue zu beschaffen. Und zwar die richtigen. Das mache ich auch demnächst. So. Nachdem dann die äußerlich sichtbaren Fehler beseitigt waren, habe ich mir gedacht, okay, widme ich mich mal den Funktionen. Habe dann alle Funktionen mal durchprobiert. Läuft soweit alles, das ist gut. Dann habe ich noch weiter geschaut, okay, wie läuft es denn mit der Mechanik? Dann habe ich einfach mal hier die Mechanik bewegt und habe festgestellt, okay, da ist irgendwie so ein Kratzgeräusch. Das ist, glaube ich, nicht normal ab Werk. Und zum Zweiten waren auch hier dieser Schalter sehr schwergängig. Und da gab es noch so kleinere Fehler, die man dann beheben musste. In meinem Fall hieß es dann, wenn so ein Kratzgeräusch da war, beziehungsweise das hier war allgemein auch sehr schwergängig, dass man die Mechanik dann entsprechend reinigen musste. Ja, und wie man die Mechanik reinigt, da kommen wir dann im nächsten Video zu.